Hallo, ich bin Chris Burns und willkommen bei The Network. Wir klinken uns ein in eine Matrix von Nachrichtenmachern, um auf den springenden Punkt zu kommen und passen auf, Sie müssen in 25 Sekunden oder noch schneller antworten. Erstmal ein Blick auf das Problem. Diese Währung ist das Lieblingshassobjekt vieler Europäer. Nur wenige lieben sie wirklich. Seit einem Jahrzehnt ist der Euro für viele der Sündenbock für höhere Preise und harte Zeiten, kostet Arbeitsplätze und zwingt zu einschneidenden Sparmaßnahmen wegen strenger Haushaltsregeln. Ganz so gemeint war das nicht. Der Euro sollte einen echten Binnenmarkt in Europa schaffen, Bewegungsfreiheit schaffen für Personen, Güter und Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union, den Wettbewerb anregen, Umsätze und Arbeitsplätze schaffen. Einige sagen, die Krise jetzt gehöre zum Überschreiten der Schmerzgrenze, ein nötiger Schock, um die europäische Wirtschaft zu modernisieren. Andere meinen, diese Rosskur bringe den Patienten um und könne die Währung selbst zerstören. Einige sagen, es sei höchste Zeit für die EU, Eurobonds aufzulegen, mit einem Marshallplan die Infrastruktur Europas zu modernisieren und gleichzeitig Arbeitsplätze zu schaffen. Andere meinen, keine Chance. Der Euro, einst als Unterschlupf für seine Herde in stürmischen Zeiten erfunden, sei dem Untergang geweiht. Jetzt zugeschaltet zu The Network ist aus dem Europäischen Parlament in Brüssel Elmar Brok, deutscher Europaabgeordneter und Mitglied der Europäischen Volkspartei. Dazu gehören auch die Christdemokraten von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch aus dem Parlament Gorgos Karatsoubianis, Mitglied der griechischen Linkspartei Syriza. Die Partei will den Sparkurs einstampfen, aber im Euro bleiben. Und im Brüsseler Euronews-Büro Carsten Bjeski, Chefvolkswirt in der ING Bank. Er sieht, das pure Chaos kommen, sollte Griechenland den Euro verlassen, keiner sei vorbereitet. Los geht's mit einer Frage an alle, beginnend mit Elmar. Am 17. Juni wählt Griechenland, das gilt als Referendum zum Euro. Was ist, wenn auch diese Wahl keine beschlussfähige Mehrheit bringt oder einen Sieg von ganz links? Muss Griechenland dann austreten? Elmar. Zunächst sind es doch die griechischen Bürger, die über die Mitgliedschaft in der Eurozone abstimmen. Man kann nicht den Euro haben, aber nicht die Voraussetzungen und Pflichten erfüllen, die man akzeptiert hat. Außerdem muss klargestellt werden, der Euro hat die Krise nicht ausgelöst. Das war die weltweite Finanzkrise des Jahres 2008 und die Schulden einiger Mitgliedsländer. Okay, jetzt Georgos. Was meinen Sie, wird Griechenland aus dem Euro gedrängt, auch wenn es das nicht will? Nun, wir meinen, das griechische Volk sollte sich äußern zu dem wahren Dilemma. Das ist nicht, ob Griechenland nun in der Eurozone bleiben sollte oder nicht. Die eigentliche Frage ist, sollte man mit Sparpolitik und neoliberaler Politik brechen und mit dem Finanzkapitalismus? Okay, Carsten, Nägel mit Köpfen. Ist es möglich, dass Griechenland aus dem Euro gedrängt wird für den Fall eines Wahlergebnisses, wie eben beschrieben? Es wird drin bleiben. Die anderen Länder der Eurozone geben Griechenland noch eine Chance. Und ich denke auch, dass alle griechischen Politiker wissen, dass der Verbleib in der Eurozone für Griechenland viel besser ist als ein Austritt. Deshalb denke ich, beide Seiten werden das auf die Reihe kriegen. Griechenland etwas mehr Zeit geben, aber bei den Sparmaßnahmen bleibt es. Okay, Herr Tsipras sagt, es wäre selbst in Deutschlands Interesse, den Sparkurs in Griechenland einzustampfen. Ist das möglich, Elmar? Eine Währung kann nur überleben, wenn jeder Beteiligte seinen Pflichten nachkommt. Ich meine, das ist wichtig, aber auch Deutschland hat vor 10, 12 Jahren dagegen verstoßen. Ich meine, wir alle müssen sie anhalten, um für die Märkte glaubwürdig zu bleiben. Und uns strukturell anpassen, das macht ein Land wettbewerbsfähig. Okay, aber was, wenn Griechenland den Euro verlässt? Welche Art von Kettenreaktion könnte das geben? Was ist mit dem Druck auf andere Länder wie Spanien, Italien, Irland, auch Frankreich? Carsten, Ihr Szenario. Schon für Griechenland wäre das der Horror pur. Das würde seine wirtschaftliche Misere nicht lösen. In den anderen Ländern der Eurozone würden wir auf jeden Fall eine Kettenreaktion bekommen. Ansteckung, Sturm auf die Banken in Spanien und Portugal, wahrscheinlich auch in Italien. Die anderen Länder der Eurozone müssten noch viel mehr Geld auf den Tisch legen, um Spanien und Italien vor dem Schicksal Griechenlands zu bewahren. Georgos, was meinen Sie? Nimmt das Druck von Ihnen? Heißt das, Sie können sagen, wir haben keine Lust auf den Sparkurs? Unsere Position ist Abbruch der Sparpolitik. Wir meinen, Griechenland und die anderen betroffenen Länder in Europa sollten sich zusammentun und diese neue Lage der Europäischen Union neu verhandeln.
this new situation on the orientation of the European Union. Okay, aber Elmar, was meinen Sie, ist Deutschland zu haben für einen Verzicht auf den Sparkurs? Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Da sind die meisten europäischen Länder der gleichen Meinung. Wir brauchen alle zusammen solide Staatsausgaben. Wir brauchen strukturelle Veränderungen, um ein Land wettbewerbsfähig zu machen, vor allem Griechenland. Und dann brauchen wir Wachstum. Ohne solide Budgets brechen die Finanzmärkte ein, mit allen möglichen Problemen für Spanien und Italien. Unsere Glaubwürdigkeit wäre dahin. Schon gut, aber Carsten, alle sagen, wir wollen im Euro bleiben, aber wie das gehen soll, habe ich bisher nicht wirklich gehört. Einspruch unter EU-Staatschefs geht so: Pfeifen im Keller ist ein Spiel mit dem Feuer. Wo sind die Lösungen? Was auf uns zukommt, sind die Haushaltsmaßnahmen. Sparen, dazu vielleicht ein Schuss Wachstumspolitik. Aber seien wir ehrlich, alle Wachstumsimpulse können die bittere Medizin im besten Fall nur versüßen. Die Volkswirtschaften müssen reformiert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit in den peripheren Ländern lässt wirklich zu wünschen übrig. Dem kann man nur mit strukturellen Reformen beikommen und nicht mit irgendwelchen guten alten keynesianischen Rezepten wie höheren Staatsausgaben. Okay, Georgos, Sie wollen beides haben, im Euro bleiben, aber ohne sparen. Sie stehen unter enormem Druck, nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen europäischen Ländern. Wie wollen Sie damit klarkommen und im Euro bleiben? Zeigen, dass es Ihnen ernst ist mit Strukturreformen, mit dem Versuch, den Haushalt in den Griff zu bekommen? Nun, rein rechtlich können die Euro-Länder Griechenland nicht zum Austritt zwingen. Das kann nur Griechenland entscheiden. Aber sie können sie austrocknen finanziell, wenn sie wollen, oder? Nun, unser Vorschlag ist, dass das Geld auch aus anderen Quellen kommen kann, nicht unbedingt aus den Ländern der Europäischen Union. Elmar, was sagen Sie dazu? Schauen Sie, das geht doch nicht an, dass ein Land absolut keinen Willen hat zur Reform, um die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Die strukturellen Veränderungen in Griechenland sind von größter Bedeutung. Hier müssen wir anfangen. Alles, was vergessen wurde in den letzten 10, 20 Jahren. Und wir fordern Griechenland auf, etwas zu tun, nicht nur als Euroland. Das bleibt ihm auch als Drachmeland nicht erspart. Okay, der jüngste Gipfel hat keine Lösung gefunden. Zu Eurobonds ist es ein weiter Weg. Was sagen wir den Märkten, Carsten? Schwer zu sagen. Jede zweite Woche kommt ein neuer Königsweg aus der Krise auf. Aber es gibt keinen Königsweg. Was wir wirklich brauchen, ist ein Masterplan, ein Weg in eine neue Eurozone. Wollen wir mehr Integration oder nicht? Und wenn ja, sollten wir das unterschreiben und alle Länder, die teilnehmen möchten, schließen sich an. Okay, aber das bedeutet Verzicht auf Souveränität. Und Georgos, manche meinen, wir steuern entweder in Richtung Vereinigte Staaten von Europa oder das Ganze bricht auseinander. Können Sie sich eine engere Integration vorstellen und damit mehr Kontrolle aus Brüssel und aus den anderen Ländern? Nun, uns Griechen wurde gesagt, wir sollten doch unseren öffentlichen Dienst und Flächen in Staatsbesitz verkaufen, um den Rest der Eurozone und einige Staatschefs glücklich zu machen. Wir meinen, Griechenland sollte im Euro bleiben, in der Europäischen Union und in der Eurozone und mit den anderen Völkern Europas eine neue Ausrichtung Europas aushandeln. Elmar, jetzt Sie. Was müsste die griechische Seite zur Beruhigung bieten, damit Deutschland und die anderen Länder bereit wären, mehr zu geben? Das ist doch alles Wunschdenken. Reden können wir über vieles. Es gibt bereits eine Menge Solidarität. Und diese Solidarität hat nur eine Chance, wenn strukturelle Veränderungen angepackt werden, um das Land wettbewerbsfähig zu machen. Sie können da noch so viel Geld reinwerfen. Ohne strukturelle Veränderungen ist dieses Geld rausgeschmissen. Strukturreformen sind also im Interesse Griechenlands, ob mit oder ohne Euro. Danke, Elmar. Unsere Zeit ist nun um. Ich möchte mich bedanken. Die Gäste waren Elmar Brok, Georgos Karatsubanis und Carsten Bjeski. Ich bin Chris Burns. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie dran waren an The Network.